Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wochenstart We Are Football. Und ja, wir nähern uns dem Ende der Transferperiode. Hoffe aber, wir brauchen da nichts mehr, denn ich muss eine Sache auch mal ganz ehrlich sagen, als ich jetzt mit der Nacht drüber geschlafen habe, über unsere letzte Aufnahme. Wir haben wirklich, und das muss sich ändern, den glaube ich, wir schauen mal kurz rein. Wo war das? Hier, Vereine Transfers. Genau. Wir haben für diese Champions League Saison, ja, wenn ich diese Statistik hier richtig lese, haben wir 25 Transfers durchgeführt in dieser Saison, ne? Ich meine, ja, das wird demnächst konstant viel werden mit Jugendspielern, aber ich glaube, wir müssen auch eine Mannschaft aufbauen, die jung ist, die dann sich eingespielt hat und die dann auch konstant gute Leistung bringt. Dann werden wir natürlich enorme Probleme bekommen mit den Gehältern. Ne? Das ist in diesem Spiel wirklich, wirklich schlimm. Und ja, Fan-Probleme. Wir haben im Moment das kleinste Stadion der Liga und wir haben Kapazitätsprobleme. Wir müssen irgendwie noch dazu kommen, dass mehr Zuschauer ins Stadion kommen und ja, da können wir einfach nur mit Titeln oder so dran arbeiten. Drama der Woche, keine spezielle Vorbereitung, da müssen wir dran denken. Pressing müssen wir mal verbessern. Monaro verdient zu viel, okay. Und der ist auch immer noch verletzt, der kommt dann demnächst mal zurück. 2,8 Millionen verdient er bei 10-0. Sollen wir mal gucken. Ja, ich freue mich, wenn er wieder da ist. Ja, ansonsten haben wir natürlich jetzt hier ne, Perspektivspieler und müssen dann gucken, Kai Wade oder Isidor Olszewski, wenn wir für einen von den beiden ein Angebot bekommen, wäre auch hier die Möglichkeit zu sagen, von einem von den beiden trennen wir uns. Rechter Außenverteidiger haben wir jetzt interessanterweise jemanden drinstehen, der kaum aufgestellt wird. Da geht es auch ein bisschen um die Form. Denke mal, im rechten Mittelfeld sollten wir zum Saisonwechsel aktiv werden. Aber ansonsten sehe ich einfach, dass wir jetzt auch mal durchspielen müssen. Wir müssen einfach mal durchspielen. Wir müssen das Team fühlen, rankommen. Was wir aber nochmal aufbessern sollten, uns angucken sollten. Wie es unser Team bestellt ist. Also unsere, ne? Kriegen wir zum Beispiel einen besseren Jugendtrainer für die U17 und für die U19 und sowas halt, ne? Neuen Marketingleiter vielleicht nochmal. So eine Sache müssen wir auch immer mal wieder im Auge behalten. Ansonsten 27 Millionen Vereinsbudget, da müsste jetzt demnächst, wenn wir die zukünftigen Runden in der Champions League erreichen, noch was dazu kommen. Almasan, würde ich sagen, schicken wir mal. Also genau, wir müssen mal gucken, was müssen wir noch verlängern. Das wollte ich auch gucken, ne? Callum Hartley. Ja genau, Emil Goodman. Haben wir jetzt gesagt, wollen wir eigentlich behalten. 3 Millionen Gehalt. Radoslav Rak, unser Freistoßexperte. Wir haben hier noch keinen Handlungsbedarf. Wir haben jetzt den Ruiz ins in Kader aufgenommen. Ich hoffe, er wird auch dann entsprechend gut aufgenommen von den anderen Kollegen. Gut, der mag jetzt den Olszewski nicht, klar. Aber die sind ja auch flexibel von der Position und können auch mal auf einer anderen Position eingesetzt werden. So, wir machen individuelle Fähigkeiten und gehen hier mal raus. Das nehmen wir weg. Da gehen wir mal auf Auslaufen, weil wir hier sehr robust unterwegs sind. Und dann Pressing ist ganz schlecht. Dann hier mal. So. Individuelle Vorbereitung auf den 18. Platz Gegner, sage ich mal jetzt ganz arrogant, brauchen wir nicht. Kondition ist mittlerweile recht gut. Solazano und Camargo sollen sich mal erholen. Und da würde ich sagen, geht's auch schon los. Und ja, der Trainer wäre besser.
Teamführung ist der nicht gut. Loyalität, Frust, Entscheidungsfreude. Loyalität, Entscheidungsfreude. Ist immerhin ein weiterer Punkt, der gelernt werden kann, ne? Ihr habt ja diese Punkte von Technik, Taktik oder was war's noch? Oh. Wenn er dann wirklich gut wäre, dann wäre das ja auch was, ne? Also Marketing, das Ding ist folgendes. Falls euch wundert, ne? Wie kommen eigentlich diese Wertungen zustande, beziehungsweise welche Möglichkeiten ich habe, dass da ein guter Mitarbeiter reinkommt? Das hängt davon ab, wie gut derjenige in der HR ist. So, Knowles, 31 Jahre. Folgendes Problem bei Knowles. Ich hatte immer gesagt, er hat noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Das Problem ist nur, er hat ja seine maximalen Fähigkeiten erlernt und er kann nicht besser werden. Er hat aber die perfekten Fähigkeiten für uns sozusagen, ne? Wir brauchen erfahrene Spieler im Team. Auch wenn Turin ihn unbedingt haben will, wir lehnen das weiter ab. Auf ihrem Clubgelände wurde heute ein Teil der Arbeiten abgeschlossen. Müssen wir mal gucken, das sind wahrscheinlich die Stadien, also die Trainingsdinger. Die müssen wir noch weiter erweitern. Ich möchte das einmal maximiert haben demnächst, damit wir, ich bin so ein bisschen wie bei Handygames, ne, dass wir dieses Rundumgelände möglichst optimal haben. So, wir lassen den Trainer aufstellen. Er stellt auf Chavos, das ist okay. Dann würde ich sagen, gegen einen schwächeren Gegner, wer hat nicht so viele Einsätze noch nicht gehabt. Dück hat relativ viele schon. Stone. Da soll ja Ruiz, den haben wir jetzt gerade übernommen, der soll ruhig mal spielen. Kai Wade links außen. Der könnte es natürlich jetzt runterfallen, ne? Edgardo Sao Pedro werden wir ja eh wahrscheinlich übernehmen. Dann Gulbrandsson, der neue. 17 Jahre, der kommt mal für Raag rein. Adalberto San Jorge. Da lassen wir mal Kwan drin. Martinez oder Stone, da würde ich sagen. Ja, Martinez muss noch mal ein bisschen auch mal Spielpraxis nachholen. Chavos E. Dück geht ja bald auch in Rente, ne? Und wir müssen auch mal Brümmer spielen lassen. So. So viel schlechter ist Leverkusen aber nicht. Die haben sich möglicherweise jetzt auch in der. Die haben sich möglicherweise in der Winterphase auch nochmal verstärkt. Naja, die entsprechenden Statistiken, die sprechen jetzt irgendwie nicht dafür. Ja. Im Pressing, wir wenden es an, haben es auch nochmal gelernt. Das ist ja echt aufpassen. Dass wir nicht immer Fähigkeiten einsetzen, die wir gar nicht haben, ne? So. Okay, haben wir jemanden zu rausnehmen. Wir gehen über die rechte Außenbahn. Theoretisch. Dass wir die Spieler provozieren, ich weiß nicht. Nehmen Lukov. Camargo soll Lukov rausnehmen. Wir nehmen ihn das Spiel konzentriert, gehen wir das an. Los geht's, Tabellenplatz 3 gegen Tabellenplatz 18. Wir spielen mit Gulbrandsson, dem neuen Innenverteidiger, der hier gleich mal mit dem Fehlpass startet. Oder nee, er selber nicht, aber ne, er hat einen Fehlpass eingeleitet, beziehungsweise ja, wurde dann über Fehlpass angespielt. Brümmer braucht Spielpraxis. Wir wollen den ja auch aufwerten in den Runden, deswegen. Wir wollen natürlich auch das Silva in den Tor! Almazan
Wir wollen natürlich den auch in der Champions League haben. Unseren Stammkeeper. Und Brümmer ja auch ausdrücklich geholt als Perspektivspieler. Leverkusen mit der roten Karte Wyatt Fry. Müssen also jetzt schon umstellen. Und deswegen ein bisschen mehr Platz für unseren Platz. Chavos jetzt mal hier in Aktion. Martinez direkt durchgezogen. Da kennt er kein Pardon. Er sieht die Lücke. Der Keeper ahnt die Ecke. Trotzdem unten rechts schön platziert. Auch möglicherweise ein schwieriger Ball, so flach gespielt. Der dann noch in letzter Sekunde nochmal hochhoppeln kann, wenn der Platz nicht so gut ist. Und Moreira sauber angespielt. Ja, schöne, viele schöne neue Torszenen jetzt auch im Spiel. Ich habe den Eindruck, dass Leverkusen hier in diesem Spielstand eine unfassbar unzufriedene Mannschaft hat. Guck mal, die besteht fast nur aus Anführern. Das kann nicht funktionieren, ne? Da weiß jeder besser, wie der andere zu spielen hat. Und das ist natürlich dann ein Problem. Martinez auf Moreira zurück. Auf Jungquan. Zweites Tor. Der Typ ist und bleibt eine Bank. Hat lange gefehlt in der Hinrunde. Ist endlich wieder da. Kann wieder eingreifen ins Geschehen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Heuschnupfen gefällt mir nicht so. Wir loben Martinez. Super. Und Jungquan. Super. Ja, Wechsel brauchen wir nicht. Wir spielen relativ entspannt. 3:0. Gleiches Spiel, andere Richtung. Jungquan! Der versucht es einfach mal von außerhalb des Strafraumes. Einfach mal draufgehalten und im vollen Lauf Emil Goodman. Ihm haben wir das Vertrauen ausgesprochen. Und Juan David Chavos auch. Unser Spieler aus Peru. Mit ihm haben wir eine große Zukunft verbunden und dann kam Almazam. Ja, es war ja so. Was soll ich sagen? Ja? So ist es halt manchmal. Jungquan wieder da und man merkt es auch wirklich im Spiel. Schöner Doppelpass hier mit Martinez. Und da hat er sich die kurze Ecke rausgesucht. Ja, der Keeper hat aber noch kurz gemacht und er ist ein bisschen zu weit nach links gekommen. Und Chavos. Ja, da. Kein Bedarf, den Spieler rauszunehmen im Moment. Wir könnten Camargo in der Innenverteidigung mal auswechseln. Heute nicht sein Spiel. Die Jungquan, Chavos, Doppelpass, Almazan. Was für eine wunderschöne Kombination. Gucken wir uns nochmal an hier. Auf Quan, durch die Beine von Keeper Skutnik zum 5:0. Damit ein Ausrufezeichen der Duftmarke für die Rückrunde gesetzt. Hier wollen wir mit unserem fantastischen Verein Memming nochmal nachlegen. Und Almazan legt auch nach. Der Videoassistent hat die Fahne oben. Wir gucken kurz drauf. Und ich würde sagen, kein Abseits. Zentimeter nicht im Abseits. Das Tor wird gegeben. 6:0. Und fällt noch ein weiteres Tor. Dann ziehen wir gleich mit dem bisherigen Rekordergebnis. 7:0 war das gegen, ich glaube, Berlin. Oder so. Leverkusen jedenfalls erstmal bedient. Und in der Tabelle macht das Folgendes. Wir klettern auf den zweiten Tabellenplatz vorbei an Eintracht Frankfurt. Die haben, was haben die denn? Unentschieden gespielt. München hat gewonnen. Und Dortmund hat gewonnen gegen Hansa Berlin. Berlin, starkes Team. Was sagt die Presse? San Jorge braucht mehr Spielzeit, sagt die Presse. Es wird zu wenig gewürdigt, was der Manager für den Verein getan hat. Ja, das hätte ich gerne am Monatsende auch mehr gewürdigt. Almazan, Topscorer. Er ist da. Solosano, Maxwell Stone und auch in der Torschützenliste. Almazan, müssen wir vielleicht mal gucken, ob er Elfmeter schießen kann. Damit wir ihnen die Chance geben, auch die... Oh! Cookie da!
Pablo Solorzano, ablösefrei gekommen, jetzt ein 12er. Villarreal bietet uns an. Offensives Mittelfeld. 7,5 Millionen, können wir runterhandeln. 20 Jahre. Ein Anführer. Unzufrieden. Wenig Entwicklungspotenzial. Schlechte Noten. Starker Profi aus der eigenen Jugend. Nee. Es tut mir leid. Aber wir können ja nicht jeden nehmen. Ja, Knowles wird irgendwann irgendwo in Rente gehen. Ob bei uns in der zweiten. I don't know. Und Thilo Schwertfeger, 17 Jahre. Wird zu 8. Und Yemisi im Jugendcamp, 14 Jahre zu 4. So, Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Primera Köln. Und Goodman wird besonders geboostet, von mir aus. Und dann geht's gegen Gelsenkirchen in der Liga. Sollten wir hinkriegen. Drama der Woche. Ungenutzter Platz im Jugendinternat. Das ist aber nicht gut. Gucken wir mal, ob wir da wirklich was vergessen haben. Ansonsten... Nee, können nicht mehr Spiele aufgenommen werden. In den internationalen Jugendcamps, da tut sich gegenwärtig nichts. Frankreich wird gebaut. Da müssen wir gucken, was wir dann als nächstes nehmen. Bergisch Gladbach will ich noch weiter ausbauen. Abwerben habe ich jetzt erstmal die Nase voll davon. Und bei den Scouts, bei der Basismission gucken wir nochmal. Okay. Die Scouts sagen... auch, dass wir jetzt versuchen sollen. Hatten wir denn jetzt schon versucht? Ich bin ganz verwirrt. Und die meinen, ja, die meinen wirklich, dass wir im offensiven Mittelfeld noch was brauchen. Aber Wirtz holen, ich hätte auch gerne noch jüngere Spieler, ehrlich gesagt. Ich meine, ich glaube, sein Vertrag läuft aus, ne? Wie hat er denn so gespielt? Also klar, ne? Er ist von Leverkusen nach Stuttgart. In Leverkusen hat er 48 Spiele, 35 Tore. Ich habe auch keine Obsession mit Wirtz irgendwie oder so, ne? Aber es ist einer der auffälligsten Spieler in der Bundesliga. Und deswegen bin ich halt immer wieder drüber gestolpert. Versuchen wir nochmal einen Organisationsleiter abzuwerben. Wir schütten den Jahresbonus aus, da freuen sich die Mitarbeiter. Keine spezielle Vorbereitung beim letzten Gegner haben wir nicht gemacht, das stimmt. Wir haben Unzufriedenheit im Spiel, weil ich mit Spielern nicht rede. Sieht aber jetzt nicht so aus. Wir können mit den Neuen mal reden. Was denke ich denn, was ich dem sagen soll? Weiß ich nicht, aber ich kann ihn, glaube ich, begrüßen, ne? Gulbradsson und... Henderson ist sogar schon angekommen da oben. Mit Chavos können wir mal reden. Warum, weiß ich nicht, aber das führen wir noch raus. Mehr Biss? Nee, das würde ich... Solche Sachen würde ich mir immer offen halten. So, spezielle Vorbereitung. Wir machen mal... Elfmeter ist ja, ne, Pokal. Bei den Ecken...
kurz. Aktive Erholung und Trainingslager. Also das gute, das Konditionstraining, ne? Das war wirklich gut. Dass wir mal durchgezogen haben mit einer Woche Hit und dann nicht mehr Hit. Ja, im Pokal kann alles passieren. Das Spiel selbst scheint auch so eine Pokalformel zu haben, ne? Die dann wirklich dafür sorgt, dass da Überraschungen passieren. Ich hoffe, das gereicht uns dieses Mal nicht zum Nachteil. So, wir verpflichten einen neuen Organisationsleiter mit 3 goldenen Sternen. Denn wenn das gesamte Umfeld deutlich besser ist, dann werden auch andere Mitarbeiter besser. So, Ulbradson. Du bist in guter Form. Das ist immer dieses besser als nur gut Ding. Letztes Spiel. Letztes Spiel war super. Ein Tor, Note 1, 90 Minuten. Und er freut sich über das Lob. Ja, ich glaube, das müssen wir häufiger machen. Shane Davidson kommt zu Brentford. 39 Millionen Ablöse. Und der Promi-Tipp sagt, wir gewinnen 29.000 Zuschauer. Sehr schön. Der Co-Trainer stellt auf Dück, Almazan, Stone, Knowles. Ja, Solosrano, San Jorge, Camargo, Olszewski, Rack, Henderson wird jetzt mal automatisch aufgestellt. Ist gut. Und Adalberto San Jorge. Moreira hat noch nicht gespielt im DFB-Pokal. Soll er mal machen. Finde ich. So, dann ja, spielen wir weiter so wie gehabt. Und gehen weiter über die Mitte. Finde ich okay. Zu allem bereit, konzentriert. Wir nehmen die Spitze raus und gehen über Torben Holzwart. Ja, das müssen wir ohne Einsatz von Punkten gewinnen. Memmingen! Fast ausverkauft, wenn ich es richtig sehe. Und Jürgen Dück hier im Achtelfinale. Vor toller Kulisse auf Moreira, von dem wir gerade noch gesprochen haben. Der braucht Erfahrung und zeigt, dass direkt das Erfahrung braucht im DFB-Pokal. Aber es ist doch einfach nur ein Fußballspiel. Zweite Chance. Jetzt hier ist er wieder am Ball. Und hier schöner Doppelpass mit San Jorge. Nee, San Jorge geht durch. Sucht und findet Almazan. Und der Außenpfosten, der klappert hier. Chancen bei uns, Ballbesitz halbwegs ausgewogen. Die Sonne scheint, 11 Grad, perfektes Fußballwetter. Da kann man richtig Leistung abrufen, sich richtig auspowern, ohne dass man sich kaputt schwitzt. Und Solosano, erstes Tor im Wettbewerb. Nach Zuspiel von Olszewski. Hat sich schön unten links die Ecke ausgesucht, ein bisschen hochgespielt, wäre der Keeper fast noch drangekommen. Aber was zählt ist im Tor, 1:0. Jetzt aber Konter. Köln sehr schnell hier unterwegs. Da rennen die Abwehrspieler daneben her. Und Mesbah, der verfehlt das Tor in der Höhe. In die Halbzeitpause. Vorher noch ein Angriff von Memmingen über Maxwell Stone auf Almazan. Der macht hier einen schönen Fehlpass direkt auf die verteidigenden Spieler von Köln. Daraus entsteht diese Chance für Mesbah. Der guckt Teodoro Davia aus und lupft ganz frech den Ball mitten über den Keeper. Zum Ausgleich vor der Pause. Ganz, ganz bitter.
Ja, das ist im Sport, gibt das Momentum für die Mannschaft, die kurz vor der Pause natürlich den Treffer erzielt hat. Deswegen, das kannst du besser, Almasam. Und Stone, da will ich auch mehr sehen. Hier gerade ist die Offensivkräfte. Das kannst du besser. Und gelbe Karten. Sao Pedro, so Sano hat die. Camargo könnte man rausnehmen für Gubratson, aber der ist auch noch sehr jung. Da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen Erfahrung auf dem Platz haben. Es geht in die zweite Halbzeit. Und wir wollen das natürlich nicht verlieren, deswegen gehen wir ja mal auf Einsatz. Köln schon mit 5 gelben Karten. Aber am Drücker mit Oliver Nebel, der sucht hier François und der zieht einfach mal ab. Gott sei Dank am Tor vorbei. Spielanteile jetzt auf Kölner Seite. Das stimmt mich ein wenig unsicher, denn hier ist die nächste Ecke. Putzek auf den Kopf von Medved und damit könnten sie vorbei sein. Die Träume davon im DFB-Pokal ins Finale einzuziehen. Scheitern im Achtelfinale. Memmingen raus aus dem DFB-Pokal. Ganz, ganz bitter gegen Köln. Wir waren klar die bessere Mannschaft, aber Köln hat hier richtig Einsatz gezeigt. Wir hätten, das wird die Presse sagen, weiter wechseln können. Bitter, bitter, bitter. Aber so, jetzt die Konzentration auf Champions League und vielleicht eine kleine Sensation im Bereich der Meisterschaft. Leistung Mannschaft, schlecht. Wie schätzen Sie die Leistung des Gegners ein? Glückwünsche. Finde ich fair. Die Partie heute hat geführt, was sagen Sie dazu? Das war wirklich übertrieben, ja. Der hat 7 gelbe Karten gehabt. Und damit Memmingen raus im Achtelfinale schon wieder. 16,9. Wir haben mehr bekommen, als wir kalkuliert haben. Das ist gut. Da könnte der Vorstand möglicherweise nochmal eine kleine Finanzspritze nachgeben. Und jetzt geht's weiter auf Schalke. Ah nein, erstmal kommt hier die der Deadline Day. Ja, Maxwell Stone, 27, nein. Innenverteidiger brauchen wir auch nicht. Defensives Mittelfeld. Segun Egbe. Ja, gut. Liverpool, ne? Kennen wir noch. 34 Jahre, nein. Nein. Zentrales Mittelfeld, nein. Rechtsaußenstürmer, nein. Linksaußenstürmer, nein. Carlemago, 23 Millionen, nein. Dück, 8 Millionen. Ja, wir haben Champions League noch vor uns, ne? Nein. Knowles, nein. Aston Birmingham bietet uns 48 Millionen für Almasam. Der wird bald in die nächste Stufe gehen hier und dann ist der 100 Millionen wert. Nein. Jungquan. Nee. Und das war's. Tja. Unspektakulär, würde ich sagen. Und Gulbrandsson, der neue 17-Jährige, der gerade zu uns gekommen ist, der kriegt hier den dritten Platz und Louis Hubert Ruiz den zweiten. Aber Mirak Steinacher, der 17-jährige Superstar-Stürmer von Augsburg, da müssen wir gucken. Also ich will diese 25% nicht für ihn bezahlen, ne? Ich will den irgendwann haben.
Müssen wir vielleicht gucken, wenn er gerade in den Verein gewechselt ist, dann nicht eingesetzt wird, dann gegen Dück. I don't know. So, Jungfern da einzusetzen, nein. Da setzen wir Gulbradsson ein. Und ansonsten würde ich sagen, Ravos ist okay. Almazan, Nordstone, San Jorge. Sorosano, ja. Ich meine, es ist gegen Schalke, ne? Ist schon eine Nummer. Schalke ist heiß, wir sind zuversichtlich. Wir gehen das Spiel konzentriert an und nehmen Romelu Matos raus und wir versuchen mal über Santa Maria zu gehen. Und dann geht's auch los. Ja, super Kulisse hier, knapp 60.000 Zuschauer. Wollen das Spiel sehen, Hinspiel gewonnen, 2:0. Und Schalke baut jetzt mal ganz gemächlich auf, wollte ich sagen. Aber da kommt ein riesentödlicher Pass auf Palmisano. Und der verwandelt das Ding fast direkt und guckt sich richtig schön die Ecke unten links aus. 1:0 für Schalke. Das habe ich mir, und die Fans, die hier mitgereist sind, die haben sich das hier auch anders vorgestellt. Zanach Folge kann dafür sorgen, dass es jetzt in die Richtung geht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nein, Schalke wieder am Drücker über Chambom. Aber der fehlt das Tor um 1,2 Meter. Jetzt Memmingen die Chance, das Ergebnis zu korrigieren. Über Olszewski. Chavos. Drittes Tor. Schön gemacht. Zack. Direkt. Also ein bisschen mit der Hacke noch genommen. Ganz cool. Aber mit so einem Publikum hier im Rücken auf jeden Fall Schalke hier die stärkere Mannschaft. Eindeutige Spielvorteile und das sehen wir hier wieder. Aymar auf Matos und glücklicherweise schießt er am Tor vorbei. Wieder Angriff Schalke, jetzt vielleicht unterbrochen von unseren fantastischen neuen Abwehrspielern. Oh, Ravos! Der hat hier heute seinen Tag. Guckt euch das an. Zack. Mit Bande. 2:1, das Spiel gedreht. Das muss doch jetzt ein bisschen Mut geben. Und 3 Tore schon in der ersten Halbzeit. Memmingen jetzt im Momentum über Goodman. Niemand hat das Vertrauen ausgesprochen. Wir haben ihn nicht ausgetauscht. Und Giancarlo Almazan am Tor vorbei. Da waren sie wieder die 1,3 Standardmeter vorbeigeschossen. Insgesamt jetzt etwas ausgewogener die Partie. Aber Colton Knowles, der hat Oberschenkelprobleme. Da müssen wir Moreira reinholen. Das passt aber. Und gehen so in die Halbzeit. Da haben wir jetzt ein bisschen Gesprächsbedarf. Ja, immer dieses Spiel drehen müssen. Erstmal Chavos. Natürlich super. Und Gulbradsson. Gulbradsson kann das besser. Der sieht das etwas anders. Da haben wir uns ja schon eine Zicke ins Team geholt. Okay. Ich muss mal sagen, ne? Fällt mir gerade ein, ich habe jetzt Frauenfußball gesehen bei Olympia. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Deutschland, Australien und also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Frauen sind einfach keine Pussys, ne? Also während, und Chavos, nee, San Jorge am Tor vorbei. Während also, wenn ein Mann gefoult wird oder so, ein männlicher Fußballspieler, ja, den sterbenden Schwan spielt und man hat den Eindruck, der steht nie wieder auf, weil er fürchterliche Schmerzen hat. Wenn eine Frau gefoult wird im Frauenfußball, die steht sofort wieder auf und vielleicht tritt die auch noch im Fall, während das Knie schon ausgekugelt ist, noch den Ball irgendwo hin. Ja, achtet mal drauf, das ist echt. Und ja, es wird gegeben! Chavos mit dem 3:1 und dann hat er einen Hattrick. Habe ich das richtig gesehen? Ja, oder? Und Stone mit dem 4:1 und das ist besonders bitter für Schalke, denn wir hatten ja Maxwell Stone von Schalke wieder abgekauft, nachdem er zunächst kostenlos auf dem Transfermarkt war. Und dann war Chavos im Trainergespräch gelobt und was macht er? Einen Hattrick. Einen sauberen Folge-Hattrick. 3 Tore hintereinander. Lupenrein. Nein. Hattrick. Ja.
Und damit schauen wir kurz. München gewinnt, Dortmund gewinnt. An der Tabelle wird sich also nichts geändert haben. Es bleibt spannend im Rennen um die Plätze für die Champions League. Langsam aber sicher können wir aber, glaube ich, optimistisch sein. Und Memmingen schiebt sich vorbei an Aachen. Der nächste Gegner in der Tabelle ist Cottbus. Giancarlo Almazan kommt nach vorne. Und hier Maxwell Stone, Solorzano. Und wo ist Chavos? Da mit 5 Toren. Und wieder ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Spieler des Spiels. Ja, von ihm wollten wir das. Wir haben gehofft, dass das bei ihm passiert, dass der Knoten platzt und dieser Transfer, dieser sehr mutige und teure Transfer, wir haben in ihm was gesehen, würde, glaube ich, ein Trainer sagen, ne? So, Tunkar Küs, der 19-jährige Linksaußenverteidiger mit Talent, Stufe 8. Und Bardney, Jugendspieler, 18 Jahre. Ja, mal schauen. Und noch ein Jugendspieler, 16 Jahre, wird zu 8. So, okay, Achtelfinale der Champions League, Leute. Feyenoord Rotterdam ist unser Gegner. Würde ich sagen, ist eine lösbare Aufgabe. Keeper müssen wir bezwingen. Wobei die Keeper scheinen wirklich... I don't know, ich weiß nicht, ob das so... die Keeper so diese Schwierigkeit sind. Ich hatte eher den Eindruck, wenn wir im Ersatzkeeper spielen, dann hat sich nichts. Weiß ich nicht. Ja, Colm Hartley schon ewig und 3 Tage bei uns. Tja, gut. Drama der Woche, genau, das wollte ich gucken. Ja, wir müssen die Jugendinternatsplätze jetzt noch belegen. Vielleicht mit ihm. Zumindest die jetzt in diesem Jahr ausscheiden. Da müssen wir auch die Vertragsgespräche führen, ne? Für die zweite zumindest. In der zweiten Mannschaft müssen wir auch gucken, ob wir noch irgendjemanden anbieten. Uwe alles. Spielmann und Castello. Tosell auf 3, schöne. Ja, Memmingen, klar die stärkste Mannschaft. Wir schauen mal. Wir schauen mal. So, Leute. Champions League. Was soll ich sagen? Budget müssen wir nochmal gucken. 39,4 Millionen. Sponsorverhandlungen müssen wir auch noch führen. Ich hoffe, dass da die... dass die Sponsoren da irgendwann nochmal auf uns zukommen und von sich verlängern wollen. Das ist ja immer ganz gut. 12 Millionen. 2,02. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Woche. Feyenoord haben wir nicht gut gescoutet. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Scouting-Einrichtung auf dem Gelände bauen, damit es noch besser geht. Vielleicht ist deshalb unser Scouting so schlecht. Nochmal Freistöße und Einwürfe. Kurztrainingslager. Zweimal Tapering. Sind alle ganz frisch eigentlich noch. Tja. Leute, wie kann es eigentlich sein, dass nur 18.000 Leute kommen, wenn wir im Achtelfinale der Champions League zu Hause spielen? Ich weiß es nicht. Also diese Berechnungen, die müssen... ich glaube, die müssen nochmal ein bisschen angepasst werden in einem Patch. So, ich trinke mal gerade einen Schluck und dann geht's los. Hoffe, wir sind jetzt trotzdem ausverkauft. Feyenoord hat ganz gut gespielt.
Was sagt der Trainer? Dück und Chavos. Weil Amazan gesperrt ist, der Blödmann. Solazano. Ja, schon ein bisschen angetitscht, ne? Jungquan ist da. Ja, ich glaube, wir brauchen die Erfahrung von Jungquan. Kai Wade. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben mit ihm die Erfahrung. Und wir sollten auf jeden Fall Gulbrandsen einwechseln. Den 17-Jährigen. Damit er sofort Champions League-Erfahrung bekommt. Und wir wissen, ob wir ihn übernehmen wollen oder nicht. Tja. Achtelfinale, Leute. Was soll ich sagen? So, das lassen wir so. Hier gehen wir ein bisschen runter. Gegenpressen können wir es gut, das hier können wir nicht. Flanken lassen wir so eingestellt. Da will ich gar nicht drin rumrühren. Aber wir kriegen so viel Geld, ne? Mit 10 sind das 720.000. Aber sie sollen nicht den gesamten... Ja, komm. So, dann Bonus. Totale taktische Disziplin. Appeldorn bitte rausnehmen. Wir nehmen die Zweikämpfe an. Die Schnelligkeit bringt uns weiter. Die Pässe helfen uns. Okay, Leute. Champions League. K.O.-Runde. Los geht's. So, wir sehen, es ist leicht bewölkt. 18 Uhr Partie hier, Heimvorteil. Ja, es sind viele Fans aus Feyenoord mit angereist und Luca Martinez hat sich den Mittelfuß gebrochen. Eieiei. Gut, dass wir Maxwell Stone haben. Weiter geht's. Krönchen richten und er ist auch direkt am Ball. Er ist direkt am Ball und er läuft und läuft und Dück und Wade am Tor vorbei. 1,3 Meter. Nächste Chance. Wieder über rechts. In die Mitte gezogen. Jungquan. Ui, das kann er doch normalerweise. Bisschen Nervosität hier. Habe ich schon gesagt, wir brauchen die Erfahrung. Aber ja, ne? K.O.-Runde der Champions League, das ist natürlich eine andere Nummer. Da musst du auch Nerven aus Stahl haben. So wie Quan hier versucht direkt nochmal. Direkt auf den Keeper. Feyenoord natürlich eine viel erfahrenere Mannschaft, was die Champions League angeht. Da Henderson. Stone und Chavos im Spiel. Jungquan! Mit einem richtigen Fund. Chancen sind da. Jetzt müssen sie nur noch ins Tor gehen. Wir hätten vielleicht Abschlusstraining machen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Solazano, ganz ehrlich, das kannst du besser. Und Kai Wade, auch du kannst das besser. Die von dir mehr sehen. Wir brauchen auch hier so ein bisschen schon einen kleinen Puffer, denn auswärts gegen Feyenoord zu spielen, guck mal, was wir für Fans haben. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Strafstoß, Rack. Behalt die Nerven, Junge. Ja, oh, wie frech, wie frech, wie frech. Oben rechts, ganz knapp. Aber das kann er. Wir wissen, das kann er. Und er macht es 1:0. Und jetzt ist vielleicht der Knoten geplatzt. Der berühmte, den ich immer viel zitiere, Solazano auf Dück. Am Tor vorbei. Am Tor vorbei. Nächster Angriff über Henderson. Und der spielt hoch rein. Da muss natürlich jemand den Ball verwerten. Und Maxwell Stone macht's. Maxwell Stone macht's zum 2:0 im Achtelfinale. Hinspiel gegen Feyenoord. Die jetzt wechseln und wir wollen natürlich auch jetzt jungen Spielern hier die ersten Erfahrungen geben. Camargo wird geschont, Gulbrandsen kommt rein, Olszewski kommt rein, Ruiz hätten wir eigentlich nehmen sollen, ne? Können wir das noch machen? Ja.
Und Goodman, der soll auch Erfahrung sammeln in der Champions League. Und ich möchte noch ein bisschen nachlegen. Und das tun wir auch. Über Eung Kwan. Über die Außen. Moreira. Ganz auf die andere Seite auf Solorzano. Der überlegt ein bisschen lange. Und Stone. Halb im Fallen macht er ihn nur rein. Hier, da verliert er fast das Gleichgewicht. Und dann um die eigene Achse rum in die linke untere Ecke zum 3 zu 0. Und noch eine Ecke hinterher. Maxwell Stone tritt sie und. Wer hat den Kopf dran? Louis Robert Ruiz, der. Das gibt's doch nicht. Unser junger Nachwuchsholländer. Jeder sollte einen haben. Zum 4 zu 0 im Meisterrunden-Achtelfinale. Jung Kwan gewinnt 2 Punkte Zufriedenheit, weil wir sein Tor korrekt vorausgesehen haben. Was ist denn hier los? 4 zu 0 in der Champions League. Ergebnis super. Leistet gute Arbeit, können wir ruhig sagen. Tiefe innere Zufriedenheit. Und da sind die. Das ist, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Ob man da irgendwie ekstatischer sein muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich als Sauerländer auch nicht mehr aus, ne? Alle gewinnen hier dazu, weil sie toll gelernt haben. Und Maxwell Stone hat sich verletzt. Tja, und dann geht es auch schon in der Liga weiter mit dem nächsten spannenden Spiel, nämlich, oi, was wird das für eine Folge heute? Achtelfinale, 3,3 Millionen mehr Einnahmen, wir kriegen also eine Budgeterhöhung, das ist gut. Und wir spielen jetzt noch in dieser Folge nicht nur das erste Spiel in der K.O.-Phase der Champions League, sondern auch noch gegen den Tabellenersten in Dortmund. Nein, gegen Dortmund in Memmingen. Und wieso soll denn da Morera rein? Ach, weil Luka Martin ist es auch verletzt. Nee, 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 so spielen wir nicht. Dann spielen wir so. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Puh. Ein ganz anderes Spielsystem. Einfach weil die entsprechenden Kräfte auf der Position nicht da sind. Ja gut, müssen wir jetzt rausmachen, was wir rausmachen können. Wir nehmen Yannick Merz raus und versuchen es mal über den rechten Außenverteidiger. Und sagen, das Spiel ist ein Bonusspiel. Und wir geben eine kleine Prämie. Ja, müssen wir jetzt über den Kampf gehen. Weil wir wissen ja, gerade die offensiven Mittelfeldspieler wie Stone und Martinez sind Torgaranten. Die sind beide nicht da. Und das heißt, wir müssen jetzt wirklich versuchen, über den Aufbau, über ein sehr stabiles Mittelfeld, die Bälle irgendwie nach vorne auf die Stürmer zu kriegen. Weil das Spiel bevorteiligt die Stürmer hier in keinster Weise. Das ist echt ein Problem. So. Jetzt aber Solorzano auf San Jorge. Ist einer von den beiden. Und auf Ravos. Bei dem ist der Knoten geplatzt. Das ist so schön. Adalberto San Jorge auf Juan David Ravos. Schön rausgespielt zum 1 zu 0 und zur zwischenzeitlichen Tabellenführung hier in Memmingen. Dortmund jetzt. Gegenangriff, aber nein. Solorzano schnappt sich den Ball und Eung Kwan staubt ab und macht das 2 zu 0. Guckt euch das an. DFB-Pokal Frust sitzt tief. Und aus diesem Frust raus geht's in der Liga in Etage Nummer 1 und auf den Balkonplatz. Von ganz oben auf den Rest. Morera auch ganz oben überm Tor. 2 zu 0. Dortmund ist auch noch mit der roten Karte. Das heißt, wir können gleich ein paar junge Spieler einwechseln, ein bisschen Spielpraxis geben.
Dieses Spiel scheint mir schon jetzt entschieden. Das klingt sehr arrogant, aber Nico Schad findet zunächst mal das 3:0. Memming hat weiter Bock. Solorzano muss jetzt irgendwie den Ball nach innen bringen. Der zieht aber nicht nach innen irgendwie manchmal. Der läuft einfach weiter und kann natürlich dann nicht mehr verhindern, dass die Dortmunder Abwehrspieler da schon sich versammelt haben im Strafraum und den Angriff unterbinden. Das muss ein bisschen schneller gehen. Das ist mir alles ein bisschen zu pomadig hier, was hier gerade gespielt wird. Aber klar, da fehlen jetzt vorne die Offensivspieler, ne? So, Almasan tritt die Ecke. Solorzano ist im Kopf dran. Nächste Ecke, andere Seite. Die war aber nicht so spannend. Doch, Almasan nochmal. Und ganz Dortmund hier in der eigenen Hälfte. Camargo und Emrich schon wieder zur Ecke. Der ist da nicht sicher. Der wird jetzt aber natürlich warm geschossen. Und der Bräune ist im Studio auch gut. Ja, und Henderson, der hat hier versucht, den Ball mit dem Kopf mit Druck nach unten zu drücken. Aber dabei ist er auch ein bisschen zu weit rechts an den Kopf gekommen und dann am Tor vorbei. So, Jungquan, ganz auffällig heute wieder. Lässt sich aber hier mal den Ball abnehmen. Schade. Steindl aber auch ein super Spieler, wie man gerade gesehen hat. Ja, wir gehen in die Pause. Wir gucken mal. Ja. Also wirklich schimpfen möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur ein bisschen Spielpraxis geben für Gulbradsson, Goodman und Olszewski. Wobei die eigentlich auch Spielpraxis haben, aber gerade auch die neuen Spieler ist ja die Zukunft. So, Dortmund jetzt mal im Angriff, aber Solorzano ist da. Doppelpass, dann auf San Jorge. Und der versucht es direkt, aber ja, Emrich ist ein sicherer Keeper. Der hat heute schon einige Kohlen aus dem Feuer geholt. Vielleicht jetzt nochmal. Und wieder Jungfern. Morera. Oh, es ist aber auch die Chancenauswertung. Bist du deppert? Ja, und so plätschert das Spiel vor sich hin. Im wahrsten Sinne des Wortes, es regnet. Hier in Memmingen. Dortmund versucht nochmal den gesamten Kader einmal durchzuwechseln. Wir haben das schon zur Halbzeit getan. Almasan, San Jorge! Was ist denn mit dem? Da steht er einfach. Guck dir das an, wie am Schnürchen. Emrich vielleicht mit dem nassen Rasen ein bisschen unglücklich gewesen. Memmingen wird diese Partie, da lege ich mich fest, gewinnen und die Tabellenführung wieder übernehmen. San Jorge jetzt nochmal angetäuscht. Kravos wollte nochmal. Normalerweise trifft er das Tor besser. Gerade im Moment hat er einen Lauf. 3:0. Trennen sich der Tabellenzweite. Und Bayern München verliert gegen Leipzig mit 4:1. Damit schiebt sich auch Frankfurt in der Tabelle wieder nach vorne. Mit dem Ergebnis sind wir super zufrieden. Das ist mein Verein. Beliebtheit Fans plus 4, Präsidium plus 2. Wir wollen Meister werden. Jetzt geht's ab hier. Leute, das hat mal Punkte gegeben. Oh, das macht Spaß. Hui. Siegesserie bei Memmingen geht weiter. Ja, die ist in der Zwischenzeit mal leider durchgebrochen, die Serie. San Jorge und Almasan. 6 Spiele in Folge. Und der Mev-Wett, der ist ein ganz guter Spieler. Der ist uns ja auch schon aufgefallen. So, Louis Roubert, Ruiz, der lernt jetzt, der verlernt jetzt seine Robustheit, dass die schlecht ist. Als linke Außenverteidiger sollte man schon ein bisschen robust sein. Dann geht's ans Zweikampflernen. Würde ich sagen, können wir so lassen. Sehr schön. Und Lil bietet uns 1,5 Millionen. Danke sehr, aber nein, danke sehr. So, Stufe 4. Dann würde ich sagen, Argentinien machen wir jetzt. Tuga, Innenverteidiger. 20 Jahre in der zweiten Mannschaft. Und es geht weiter gegen Welle Bremen. Ganz normale Meisterschaft, das kriegen wir hin. Wir machen mal eben kurz... genau, Argentinien. 27,8 Millionen. DFB-Pokal sind wir leider raus.
Der Bartel, der wird wieder mit genervt. Von mir aus. So, da müssen wir mal kurz gucken. Geh nochmal in den Zweikampf. Und Ecken. Strafraum. Auslaufen. War eine anstrengende Woche. Dann machen wir die Partie gegen Bremen noch und dann haben wir, glaube ich, in der nächsten Woche wieder ein schönes Champions League Spiel für die nächste Folge. Dann haben wir diese Folge auch wirklich richtig tolle Partien drin gehabt. Junge, Junge, Junge. La Rochelle wurde ein Bauabschnitt abgeschlossen. Gut, dann haben wir da neun Spieler bekommen wahrscheinlich. Und wir erhalten 5 Managerpunkte. Europapokal, Playoffs. Luca Martinez wird gesprochen wegen der Formkrise. Er war gerade verletzt. Was ist denn mit euch? Warum seid ihr denn so? Beruhigen Sie sich. So. Ja, gegen den Tabellen 13. Ich will ja nichts unken. Aber ja, das Hinspiel haben wir relativ deutlich gewonnen und bei Bremen läuft gerade nicht. Da würde ich dann auch Spielern, die noch nicht so viele Einsätze hatten, noch mal ein bisschen Spielpraxis zukommen lassen. Brümmer zum Beispiel. Und ansonsten Henderson spielt eh. Ja. Dann machen wir das doch so. Das lassen wir so. Hier machen wir nix. Und ab geht's. So, Pflichtspiel. Pflichtspiel Sieg, Tabellenerster gegen den Tabellen 13. Ich hoffe, das ist für ihn keine Glückszahl. Soll der Leute geben, bei denen ist das eine Glückszahl. Und wir schauen mal kurz. Ja, wunderschönes Fußballwetter. Die Sonne scheint, es ist 10 Grad. Da kann man, wie gesagt, ne, wird man schön gekühlt. Man sieht aber alles. Das ist ein Quatsch. Solozano auf Chavos, auf San Jorge. Und der am Tor vorbei. Schön hier im Wechsel mit Jungquan. Man ist Quan dran, man ist er dran. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein breiter Kader, einer kann ausfallen. Der zweite ist noch da. Und wir sehen den nächsten Angriff über Solozano auf Henderson. Der ist ganz vorne und Jungquan auf Konrad Kraus. Dann müssen wir gucken, dass wir dann zurück umstellen mit unserem offensiven Mittelfeld auf Raute und wir sehen Chavos unglücklich. Nächste Ecke. Hier haben wir wieder ein Piep-Stadion. Da pfeift es. Camargo, der kann auf solchen Positionen auch gut mal einen Kopfball landen. Hier leider nicht. So, wir brauchen ein bisschen mehr Offensiv. Wie sieht's denn aus? Ist denn der Stone ist wieder fit, ne? Dann bringen wir mal Bremen ein bisschen durcheinander. Und das kriegen wir auch direkt hier. Hornig kriegt direkt eine gelbe Karte vor lauter Durcheinander sein. Und Almazan zur nächsten Ecke. Kurz ausgeführt auf Knowles, auf San Jorge und Chavos von ganz hinten. Ja, ist schwierig zu sehen für den Keeper, aber auch für ihn war das Tor offenbar ein bisschen schwer zu sehen. Camargo jetzt mal, der macht auch Pässe auf den Bierdeckel von dieser Entfernung. Aber hier, Stone konnte den Ball nicht verwerten. Nach seiner Ausfallzeit musste er auch erstmal wieder ins Spiel kommen. Und wir sehen jetzt mal Bremen hier. In die andere Richtung unterwegs. Miranda und Brümmer lässt ihn rein. Nein, 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 nein. Da haben wir uns gegen den Tabellenersten durchgesetzt und auf Platz 1 in der Tabelle geschoben und verlieren in Werder Bremen. In Werder Bremen vor allen Dingen. Eieiei. Das darf nicht wahr sein. Solozano, der muss das retten hier, das Ding. Und eieiei. So ein querer Ball vom Tor. Und alle gucken zu. Almazan auf Chavos. Kopfball, Tor, wer auch immer es war. Knowles. Okay, gucken wir mal rein. Wer? Ja, okay. Das war unerwartet, auch für mich. 1:1 Ausgleich. Es steht unentschieden in Dortmund. München gewinnt gegen Freiburg, so wie es aussieht. Müssen wir es nochmal nachlegen. Henderson
In die Mitte auf Stone und der auf Store. So nicht, so nicht, so nicht, Leute. So nicht. Henderson nochmal, sehr auffällig jetzt. San Jorge auf Henderson. Solorzano, Entschuldigung. Und ja, da wird er abgefälscht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und Chavos in der heutigen Partie weitestgehend nicht sichtbar. Deswegen bringen wir da mal Dück rein. Und Ruiz nicht zu sehen. Bringen wir mal Wade rein. Und irgendwann mal Fund zu. Und jetzt aber Elfmeter. Brümmer. Brümmer! Brümmer hält den Elfmeter. Ja, bist du deppert. Und Camargo, der kann solche Freistöße schießen und direkt verwandeln. Macht es aber nicht selber, sondern Almazan und der verschießt. Eieiei, so kurz hintereinander. Elfmeter gehalten und Freistoß versemmelt. Gulbratzen bringt jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe rein. Für sein Alter entsprechend. Und Dück, ja, da ist es. Komm, bitte nicht. Komm, 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 komm. Nein, kein Abseits. Tor. Oh, was ist denn hier? Das ist ja spannender als das Champions League-Spiel hier. Warum? München gewinnt, Dortmund unentschieden. Das sieht gut aus. Und ja, Dortmund und Frankfurt teilen sich die Punkte. Was bedeutet... Memmingen jetzt 3 Punkte vor Dortmund am 22. Spieltag. Das sieht gut aus. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht es ins Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Wir werden herausfinden, wie viel Geld verdienen wir da. Das wird schon so ein bisschen sein. Und Siriman Bahri, der war zentraler Mittelfeldspieler, ist jetzt offensiver Mittelfeldspieler. Sehr gut. Kann man den vielleicht noch gebrauchen. Ja, und Dario Dirks steigert seine Kompetenz auf 12. Das ist sehr schön. Wir müssen auch aufpassen, dass jetzt demnächst uns die Jugendspieler, die müssen wir noch verpflichten. Und Tottenham möchte uns haben. Wir möchten aber Tottenham nicht haben. Wir müssen vielleicht mal gucken, dass wir eine Nationalmannschaft mal trainieren. So, ne? Als nochmal als Punktebringer hier oben. Ja, gegen Hoffenheim geht's weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.